Ich möchte in diesem Semester mit Ihnen etwas Neues ausprobieren. Und zwar werde ich das sogenannte Inverted Classroom Model im Seminar Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft zum Einsatz bringen. Dieser Podcast, den Sie gerade hören, ist ein wesentliches Element dieser neuen Methode, die darauf setzt, Sie als Studierende wesentlich stärker und aktiver in die Seminarvorbereitung und Seminardurchführung oder Vorlesungsdurchführung zu integrieren und in die Verantwortung zu nehmen, als es bisher der Fall war. Ich hoffe, Sie nehmen das Angebot an. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Reaktion und möchte Ihnen heute erst einmal vorstellen, wie ich mir das Ganze an einem Beispiel vorstelle. Das Inverted Classroom-Modell setzt im Wesentlichen auf die Idee, dass Lehrende und Lernende die Rollen tauschen. Sie sehen das hier in einer Grafik visualisiert, die ist erstellt von Oliver Tacke, indem man schon relativ klar sieht, dass es nicht im Wesentlichen darauf ankommt, dass Sie als Studierende zum Beispiel Referate halten, sondern dass Sie tatsächlich meine Rolle als Dozent übernehmen und eine Sitzung eines thematischen Blocks aktiv gestalten, während der Dozent sich selbst zurückzieht. Andere Begriffe für das Inverted Classroom Model sind der sogenannte Flipped Classroom, in deutscher Übersetzung, direkte Übersetzung, umgekehrter Klassenraum oder das sogenannte aktive Plenum. Wie gesagt, möchte ich dieses aktive Plenum umsetzen in ein dreistufiges Modell, was ich bezeichnete als Introduction, Exercise, Evaluation, und diese einzelnen Schritte werde ich Ihnen jetzt ganz kurz vorstellen. Die Einführung oder Introduction, in der Grafik als Input bezeichnet, bezeichnet die Phase, in der Sie als Lernende den Stoff selbstständig vorbereiten. Als Basis dienen dafür Podcasts sowie dieser und die Lektüre zum Beispiel des Readers zum Seminar oder die Pflichtlektüre. In der Übung Exercise Think, Pair and Share in der Grafik gestalten Sie als Studierende eine Sitzung selbst, und zwar indem Sie Übungsaufgaben gemeinsam lösen. Die Basis hierfür sind Übungsaufgaben aus dem Reader zum Seminar oder aktuelle Beispiele, also tagesaktuelle Beispiele, die in der jeweiligen Sitzung bereitgestellt werden. Der dritte Schritt ist die Evaluation, das heißt die Sicherung der Ergebnisse des thematischen Blocks. Hier wird die erste Sitzung evaluiert und ich fasse, das ist meine Aufgabe, die relevanten Themen in einer Übersicht zusammen. Auch hier haben Sie nochmal Gelegenheit, Fragen, Rückfragen zu stellen oder eine Übungsaufgabe gemeinsam zu besprechen. Das Vorgestellte möchte ich Ihnen jetzt noch ganz gerne an einem praktischen Beispiel zeigen, nämlich einer Einführung in die Semiotik. Das ist ein typisches Thema für eine Einführung in die germanistische Linguistik. Sie sehen hier schon den methodischen Dreischritt, Introduction, Exercise, Evaluation. Exercise und Evaluation bilden jeweils eine Sitzung im Seminar. Das heißt, wir haben hier zwei Sitzungen, um uns mit dem Thema der Semiotik zu beschäftigen. Introduction ist der Bereich, den Sie selbstständig vorbereiten, und zwar anhand eines Podcasts, so wie diesem, den Sie gerade hören, oder der Lektüre aus dem Reader oder der Pflichtlektüre zum Seminar. Abgebildet sind hier verschiedene semiotische Dreiecke, semiotische Zeichenmodelle, darunter auch das wichtige Modell von Karl Bühler, das Organon-Modell. Hier ist abgebildet eine Seite aus dem Reader zum Seminar. Das finden Sie natürlich auch ähnlich in der linguistischen Einführungsliteratur. In der ersten Sitzung, hier wird Inverted Classroom das zentrale Moment bilden. Üben Sie gemeinsam an verschiedenen Aufgaben das erarbeitete Wissen an praktischen Beispielen umzusetzen. Das Beispiel hier ist sehr, sehr interessant. Das ist eine Kampagne der Marke Meister Propper gewesen, sogenanntes Guerilla-Marketing, was mit minimalen marketingtechnischen und finanziellen Mitteln die größtmögliche Wirkung im Alltag von Menschen erzielt. Sehr gelungen umgesetzt. Um dieses in seiner Komplexität beschreiben zu können, brauchen Sie nicht nur ein einfaches Zeichenmodell, sondern hier geht es auch um die Frage, wie weit kulturelles und soziales, sprachliches Wissen, Weltwissen in die Interpretation eines solchen Zeichens einfließt und letztlich die Frage, was für ein Zeichen überhaupt mit seiner Werbung vorliegt.
Die Evaluierung wird im Wesentlichen durch mich vorgenommen als Dozent des Seminars. Hier geht es im Wesentlichen darum, die Ergebnisse zu sichern, und zwar sowohl der Übungsaufgaben aus der ersten Seminarsitzung und dem Inverted Classroom, als auch den Voraussetzungen, die Sie brauchen, um das Thema abgeschlossen behandelt zu haben. Es wird also eine Mischung sein aus Seminardiskussion und Präsentation, in der noch einmal wesentliche Grundbegriffe des jeweiligen Themas, hier der Semiotik, diskutiert werden. In der Folie sehen Sie etwa die Zeichenmodelle und Grundbegriffe und hier die Begriffe Langue und Parole, die der Sprachwissenschaftler Ferdinand de Saussure geprägt hat, um Sprachsystem und Sprachgebrauch voneinander zu scheiden. Zum Schluss möchte ich Sie noch auf die wichtigsten Materialien für das Seminar hinweisen. Als da wären zum Beispiel der Ritt zum Seminar, den Sie unter der angegebenen Adresse finden. Diese Adresse ist auch in dem Artikel, in dem jetzt auch dieser Podcast verlinkt ist, angegeben. Der Reader enthält Teile der Pflichtlektüre, Übungsaufgaben und mögliche Klausuraufgaben. Ich muss Sie noch darauf hinweisen, dass der Reader selbst passwortgeschützt ist. Das Passwort erhalten Sie in der ersten Sitzung zum Seminar. Des Weiteren möchte ich Sie noch einmal auf dieses Blog hinweisen, auf das Sie nicht nur jetzt besuchen, um diesen Podcast zu hören, sondern auch besuchen können, um Weiterführendes zum Seminar zu finden. Die Podcasts zur Vorbereitung für die übrigen Sitzungen. Wir werden 6 bis 7 Podcasts bereitstellen für dieses Seminar. Und schlussendlich auch noch einen weiteren Artikel zum Inverted Classroom Model. Ganz am Ende möchte ich Sie bitten, dass Sie sich doch unter dem angegebenen Link für das Seminar anmelden und mir Ihre Kontaktdaten hinterlassen. Das Wichtigste dabei Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Name, sodass ich jederzeit Sie schnell und unkompliziert erreichen kann. Ich hoffe, dass Sie gut nachvollziehen können anhand dieses kurzen Podcasts, der nur die Methode kurz und knapp vorgestellt hat, sich ungefähr vorstellen können, wie das Seminar aufgebaut sein wird. Ich hoffe, dass Sie Lust haben, an diesem Seminar aktiv mitzuarbeiten. Würde mich sehr freuen, wenn es uns gut gelingt. Bin sehr gespannt und freue mich auf den Semesterstart. Bis dahin, tschüss.